Alba, vielen Dank, dass Sie Zeit haben für ein paar Fragen. Sehr gerne. Zum Thema grüne Transformation. Deutschland strengt sich ja in der Richtung sehr an. Wie beurteilen Sie die Bemühungen der deutschen Regierung, die grüne Transformation voranzutreiben? Man könnte kurz sagen, gut gedacht, aber schlecht gemacht. Wenn man das Heizungsgesetz sieht, dann sieht man, dass man die gute Idee vollkommen zermurkst. Und die Bevölkerung ja in der großen Mehrheit gar nicht mehr daran glaubt, dass der Klimaschutz Vorteile hat. Ja? Wichtig ist, man braucht ein Gesetz, das von A bis Z sauber ausgearbeitet ist, wo Experten mitgearbeitet haben und wo man auch den Menschen mehr Zeit gibt, damit sie in Ruhe und ohne, dass die Nerven blank liegen, dann auch diesen Umweltschutzgedanken mittreiben. Das hat man nicht gemacht, weil man in der Wirtschaftspolitik in Deutschland ideologisch denkt. Und Ideologie ist nie gut. Und was bedeutet diese Entwicklung für Investoren, die nach Deutschland schauen? Man hat ja gesagt vom Bundeswirtschaftsministerium, die Welt schaut auf Deutschland. Und wenn die Klimawende gut hinbekommen, ja, dann ist das positiv, dann machen wir es genauso. Wenn die jetzt schauen, wenn sie sagen, den Murks wollen wir nicht machen, die machen es anders. Ich glaube, der richtige Weg ist, die Amerikaner das machen, mit viel Geld wirklich den Klimaschutz auf Vordermann bringen. Und ich bin mir sicher, in 10 Jahren werden die Amerikaner, das wird dann die Klimaschutznation sein, wobei es im Augenblick ja noch eher die Umweltverschmutzer sind. Sie haben es erwähnt, es fließt viel Geld in die grüne Transformation weltweit. Als Anleger, was würden Sie denn empfehlen, worauf man schauen muss? Das Thema Klimaschutz, die Klimawende, alternative Energien im Augenblick nicht das große Thema am Markt, weil einfach die Investitionen noch nicht da sind und gar nicht gewusst wird, wie man es umsetzt. Aber ich bin mir sicher, das ist eines der Kernthemen neben der künstlichen Intelligenz, wo man in Zukunft wirklich längerfristige große Renditechancen hat. Amerika geht voran und Amerikaner arbeiten ja immer mit Rendite auf Programmen. Wenn die Rendite vom Klimaschutz stimmt, dann wird er investiert. Aber wir sollten uns investieren, aber sie werden in Amerika investieren. Alter, vielen Dank. Bitte sehr.